Die Nazis haben auch Archäologie betrieben. Warum? Um zu beweisen, dass die arische Rasse eine glorreiche Geschichte hat. Überall suchten Hitlers Archäologen nach dem Hakenkreuz. Und sie stießen auf zahllose, vermeintliche Spuren einer jahrtausendealten germanischen Hochkultur. Wir mit der Wissenschaft zusammen weltanschauliche Dinge suchen wollen, ganz konsequent fortsetzen. Inwieweit haben regimetreue Wissenschaftler zu den Gräueltaten des Hitler-Regimes beigetragen? Auf seinem Boden ist das alte germanische Heilszeichen, das Hakenkreuz, eingeritzt. Als ein Symbol kraftvoller Entfaltung eines Volkstums verbindet es die vorgeschichtliche, die alte mit der neuen Zeit. Die Swastika wurde erst durch Hitler in den 1920er Jahren zum Symbol des Nationalsozialismus. Das Zeichen selbst existiert schon ewig. Man kann es in den verschiedensten Kulturkreisen dieser Welt finden. Doch die Nazis liefern eine neue Interpretation seiner Vergangenheit. Immer in Zeiten heldischen Aufbruchs war es das Hakenkreuz, das auch diese germanischen Stämme auf ihrem weltgeschichtlichen Zug begleitete. Heute weiß man, dass es das deutsche Volk vor 5000 Jahren natürlich nicht gab. Der Nazi-Anteil unter den Archäologen ist hoch. 80% von ihnen sind Parteimitglieder. In seinem Buch Mein Kampf, das Hitler 1924 und 25 schreibt, behauptet er, die gesamte Zivilisation mit ihren Errungenschaften aus Kunst, Wissenschaft und Technik ist fast ausschließlich das Werk der Arier. Hitler thought the Germans were a superior race. He called them the Aryans. Diese Vorstellung widerspricht allen historischen Tatsachen. Aber dafür sind die fanatischen Parteimitglieder blind. Heinrich Himmler, SS-Reichsführer und Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, ist ein Hitlergetreuer der ersten Stunde. 1935 gründet er die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, deren verblendete Wissenschaftler die Theorien der Nationalsozialisten untermauern sollen. Hitler lässt seinem Adjutanten freie Hand, auch wenn er insgeheim Zweifel hegt. Pourquoi attirer l'attention du monde sur notre absence de passé? Il est déjà regrettable que les Romains aient érigé de grands bâtiments, alors que nos ancêtres vivaient dans des huttes de terre. Voilà maintenant que Himmler fait des fouilles et s'enthousiasme pour tous les tessons et les haches en pierre qu'il trouve. Auch die Erfindung der Schrift wird zur Neuinterpretation der Geschichte missbraucht. Doch damit geht Ahnenerbe-Mitbegründer Hermann Wirth zu weit. Er muss abtreten. Le but du travail de Wirth était de montrer que l'alphabet runique était un alphabet qui était plus ancien que les hiéroglyphes égyptiens. Donc il essayait de le reculer d'une bagatelle de 30 petits siècles. L'enjeu, c'est de dire, les Nordiques sont eux aussi ceux qui ont inventé la première forme d'écriture. Et donc c'est un argument de taille, si vous voulez, dans le grand récit de la supériorité nordique. Besessen davon, ihre Überlegenheit zu belegen, reisen die sogenannten Rassenforscher bis nach Tibet, um Abmessungen und Abdrücke menschlicher Schädel zu nehmen. Ein NS-Anthropologe wird danach behaupten, Buddha habe germanische Eltern gehabt. Hans Günther fait de Bouddha un fils de Germain, mais vous voyez très bien la très grande plasticité de la croyance nazie, parce que le déterminisme racial ne lie pas toujours le phénotype, c'est-à-dire l'apparence visible, avec le patrimoine racial. C'est-à-dire que vous pouvez être petit et brun et avoir un patrimoine racial nordique presque parfait. Ça n'est pas la majorité de l'espèce, mais c'est acceptable chez les nazis. Leider unterstützen die Pseudowissenschaftler die Gräueltaten des Regimes, indem sie die Körper von Deportierten für Experimente missbrauchen. Hitlers Mediziner und Biologen verlieren jegliches Gefühl für Ethik. Als in Dachau 1933 das erste KZ entsteht, werden seine Insassen für Verbrechen missbraucht. Der NS-Arzt Sigmund Rascher bekommt von Himmler die Erlaubnis, Experimente an lebenden Sträflingen durchzuführen. Er setzt sie in mit Eiswürfeln gefüllte Badewannen, um herauszufinden, wie lange über der Nordsee abgeschossene deutsche Piloten im kalten Meerwasser überleben können. Il mesurait la température du corps grâce à une sonde rectale. Il plaçait un stéthoscope sous la combinaison des déportés pour mesurer les battements de cœur.
et il faisait des prélèvements en même temps. Il pouvait également injecter des produits par un cathéter. Il faisait également des ponctions lombaires en même temps pour obtenir du liquide céphalo-rachidien. Et il remit un rapport où il conclut qu'un corps arrivait à résister quelques heures à des températures très basses. Allein dieses Experiment forderte 80 Menschenleben. Ils n'avaient aucune limite, si ce n'est celle de leur propre inventivité en sadisme et en cruauté. Der Arzt schrieb an Himmler: Pour cette sorte d'expérience en série, Auschwitz est à tout point de vue plus approprié que Dachau, parce qu'il y fait plus froid et que la taille du terrain fait qu'on attire moins l'attention du camp. Les personnes qui servent de cobayes hurlent quand elles gèlent. Die Forschungsgesellschaft Ahnenerbe lässt auch zu, dass die Nazis Menschen mit tödlichen Viren infizieren. Ihre Grausamkeit kennt keine Grenzen. Als Frankreich 1944 befreit wird, entdecken US-Soldaten die Folterkammern. Doch kaum ein Arzt oder Wissenschaftler wird verurteilt. You played an active part in the collection of those skeletons. Nein. Where were you going to get those skeletons from? Die sollten zur Verfügung gestellt werden aus Auschwitz. Ce qui s'est passé en Allemagne peut se produire n'importe où, dans n'importe quelle condition, dans la mesure justement où le processus idéologique va se développer.